Ja, herzlich willkommen zum Auftakt dieser Konferenz. Es geht um die Potenziale und Perspektiven für pflegende Angehörige. Es ist Teil des Innovationsnetzwerks zur Entlastung pflegender Angehöriger, dass Sie sehen, dass von einem ganzen breiten Konsortium auch getragen und organisiert wurde. Es ist der erste Tag von 5 Tagen. Ich hoffe, viele von Ihnen werden wir die nächsten Tage wiedersehen. Und ich bin sehr gespannt. Mein Name selber ist Nonno Preuß. Ich darf durchmoderieren. Bin von meinem Hintergrund eigentlich Organisationsentwickler, begleite Strategieprozesse und habe aber vor ein paar Jahren auch beschlossen, dass ich eigentlich meine Zeit nur noch damit verbringen möchte mit Projekten, wo ich das Gefühl habe, das bringt uns gesellschaftlich wirklich weiter. Und bei diesem Projekt hatte ich gar keinen Zweifel, dass das der Fall ist. Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, das begleiten zu dürfen und moderieren zu dürfen, weil ich das Thema super spannend finde. Ich komme nicht aus dem Bereich, habe mich versucht einzulesen und je mehr ich gelesen habe, desto spannender fand ich es. Auch in den vielen Dimensionen, die es hat, auch in der Tiefe, die es hat. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck gewonnen, dass einerseits wir alle betroffen sind, also unglaublich viele Menschen sind davon betroffen, und gleichzeitig ist es etwas unsichtbar. Also es gibt, glaube ich, wenige öffentliche Debatten, zumindest die ich wahrgenommen habe, wenig Diskursräume. Und umso schöner, dass die Menschen, die hinter diesem Projekt stehen, sich da die Initiative genommen haben und diese Konferenz auf die Beine gestellt haben. Also auch da schon ein Danke für alle, die da im Hintergrund mitgewirkt haben, dass wir zusammenfinden. Und auch danke an Sie alle, die sich heute Zeit nehmen und sich eingewählen und hoffentlich aktiv auch mitwirken. Was erwartet uns? Wir haben 5 Tage mit unterschiedlichen Themen und ganz unterschiedliche Gäste auch und Expertinnen. Ich nehme auch an, dass Sie alle ganz unterschiedliche Erfahrungshintergründe einbringen. Es wäre natürlich schön, das vor Ort zu machen. Wir machen es online, so gut es geht. Und heute geht es also vor allem um das Thema sozusagen, wie geht es Angehörigen, die in der Pflege involviert sind, aber nicht vor Ort sind. Also das ist die Pflege auf Distanz. Ein sehr spannendes Thema auch. Und ich darf kurz gleich weiterblenden, wie wir den Tag gestalten wollen. Wir haben das immer so aufgebaut, dass wir am Anfang einen Impulsvortrag haben. Heute haben wir die Frau Professor Franke, die uns etwas zu ihrem Forschungsprojekt erzählen kann dazu. Und dass wir dann fortsetzen mit einer kleinen Diskussionsrunde, wo Sie auch eingeladen sind, sich aktiv einzubringen. Bevor wir da in die Inhalte starten, würde ich aber trotzdem die Organisatoren, die Nicole Draxler bitten von To Next Inclusion, kurz etwas zu sagen zu den Hintergründen. Was hat so die Organisation bewogen, das ins Leben zu rufen? Danke, Nuno. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur Konferenz 2022, Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige. Und wenn ich sehe, wir haben gerade 66 Teilnehmende in dem Raum, eine Person kommt gerade rein. Also das ist eine super große Gruppe. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind und wir heute eben gemeinsam eine Reihe von meines Erachtens nach wahnsinnig spannenden Diskussionsrunden starten. Ich glaube, die Frage, der Nona hat sich schon gestellt, warum machen wir das alles? Und in erster Linie möchte ich die Frage inhaltlich beantworten. Und zwar, weil es gesellschaftlich das Thema der Angehörigenpflege hochrelevant ist. Und wir als Gesellschaft da hinschauen müssen und da diskutieren müssen und das zu einem Gespräch machen müssen. Und da wollen wir mit der Konferenz beitragen. In Österreich pflegen und betreuen rund 1 Million Menschen, Familienmitglieder, Freundinnen, Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn. Und keiner von denen hat sich die Rolle ausgesucht. Und die meisten von ihnen sind aber hochbelastet. Wir reden da nicht nur von den körperlichen Belastungen, sondern genauso von emotionalen Belastungen, von einem zeitlichen und von einem finanziellen Mehraufwand. Und mit ihrer Arbeit, und wir sprechen in dem Kontext auch von einer ganz bewusst von Arbeit, weil es ist Betreuungs- und Pflegearbeit. Mit ihrer Arbeit sind diese Menschen und damit viele, wahrscheinlich auch von uns, die wir hier in diesem Zoom-Raum sind, eine essentielle Stütze von unserem Pflegesystem. Trotzdem sprechen wir nicht drüber. Trotzdem ist das Thema der Angehörigenpflege bei uns weiter ein Tabuthema. Und das, obwohl es jeden und jede von uns betreffen kann oder heute schon betrifft. Und ich glaube, genau darum haben wir uns alle für diese Veranstaltung so eingesetzt und haben probiert, sie auch weit über unseren kleinen Zirkel hinauszutragen.
Wir wollen zu diesem drüber reden, zu diesem Bewusstsein schaffen, beitragen. Und gleichzeitig, das geht jetzt mehr in dieses Projekt, das du auch schon genannt hast, Nono, gleichzeitig wollen wir beitragen und uns Gedanken machen, wie können digitale Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige weiter ausschauen. Und genau hier sind wir, und da spreche ich jetzt für alle Konsortialpartner in diesem Projekt, das sind die Caritas Wien, die Lebenshilfen Soziale Dienste, das Ludwig-Boltzmann-Institut Digital Health and Patient Safety, die Semantic Labs und eben mein Verein, der Tonext Inclusion heißt. Genau hier sind wir der FFG auch sehr dankbar, dass sie uns ermöglicht hat, dieses Projekt zu initiieren und jetzt dieses Forschungsprojekt auch umzusetzen. Wir haben vorher den Namen, du hast ihn schon genannt, das heißt Innovationsnetzwerk zur Entlastung pflegender Angehörige in Österreich. Und was wir da versuchen, ist Teilgruppen von pflegenden Angehörigen, also zum Beispiel eben die Distance Carers, von denen wir heute reden, zu schauen, was haben die für Bedürfnisse und wie können digitale Entlastungsangebote genau für diese Menschen ausschauen. Und zusätzlich haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eben zur Bewusstseinssteigerung zu dem Thema beizutragen. Und deswegen sind wir alle hier heute bei dem Treffen, bei der Konferenz. Also danke für dieses Ermöglichen an die FFG und auch einen großen Dank an die Erste Stiftung, die viel zur Kofinanzierung beiträgt und uns genauso wie das Freirad, also das Freie Radio Innsbruck, bei der Kommunikation der Veranstaltung unterstützen. Wenn, ja, was ganz Sie... kurz. Mhm. Also ich will noch einen Punkt machen, bevor du mich komplett rauswirfst, weil was mir wichtig ist, da nochmal zu betonen, dass wenn ich die Teilnehmerliste anschaue und alle Leute, die involviert sind, ist, dass wir beim Thema Angehörigenpflege einen Schulterschluss brauchen zwischen unterschiedlichen Sektoren, weil es eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und wir in diesem Raum, und wir probieren es auch im Projekt abzubilden, haben sehr viele involviert vom Pflegesektor, Sozialsektor, von der öffentlichen Hand, aber auch von der Privatwirtschaft und betroffene Personen. Und ich glaube, nur so können wir in dem Thema weiterkommen. Und darum freut es mich wahnsinnig, dass wir heute da diesen Kickoff zu der Konferenz machen. Ja, vielen Dank auch für die Hintergründe und auch, was euch eigentlich motiviert, das, die Arbeit aufzunehmen. Du hattest erwähnt, die FFG, die das Projekt unterstützt. Und da würde ich jetzt auch nochmal die Christina Granditz bitten, ganz kurz zu sagen, warum ist es sich der FFG wichtig und unterstützenswert? Warum engagieren Sie sich in dem Bereich? Ja, vielen Dank schon für die super spannende Einleitung und die Überleitung. Also mein Name ist Christina Granditz. Ich bin Programmmanagerin in den Strukturprogrammen der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, die eben dieses Projekt auch unterstützt. Ja, ich bin eben unter anderem zuständig für die Umsetzung und die Implementierung des Forschungsförderungsprogramms Laura Bassi 4.0. Und in diesem Programm wird eben auch das Innovationsprojekt Pflegende Angehörige gefördert, im Rahmen dessen wir die heutige Veranstaltung ja, haben. Ja, es freut mich außerordentlich, dass ich Ihnen jetzt in diesem Rahmen auch ein bisschen was über das Programm und seine Beweggründe erzählen darf. Und gleichzeitig sind das natürlich auch die Beweggründe oder die Hintergründe, warum wir genau dieses Projekt auch fördern dürfen. Also um gleich einzusteigen, also das Ziel des Programms Laura Bassi 4.0 ist es eben, solche Innovationsvorhaben zu ermöglichen, die zu mehr Chancengerechtigkeit in und vor allem auch durch die Digitalisierung beitragen. Also man kann sich jetzt fragen, oder vielleicht ein oder andere fragt sich jetzt von Ihnen, was man da überhaupt damit zu tun haben könnte oder wie es einen Einzelnen auch betreffen könnte. Ja, ich denke, ich glaube, ich hole da jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr aus, aber ich glaube, bei der Feststellung wird mir der ein oder andere zustimmen, dass wir in den letzten Jahren, aber vor allem in den letzten beiden Jahren, also im Zuge der Pandemie, ja alle einen regelrechten Digitalisierungsschub erfahren und durchgemacht haben.
Und wir haben vor allem im Zuge dessen gesehen, wie wichtig und welchen Stellenwert die Digitalisierung in unserem gesellschaftlichen Leben hat, aber vor allem auch, welchen Stellenwert die Digitalisierung für jeden Einzelnen mittlerweile hat. Und dadurch ergibt sich natürlich sehr viel Positives. Uns eröffnen dadurch sehr viele Möglichkeiten. Es ist aber gleichzeitig auch wichtig und wir sehen unsere Aufgabe an, auch die problematischen Aspekte, die dadurch entstehen und die Unausgewogenheiten vor allem, die dadurch entstehen, anzusprechen und die zu thematisieren. Und ja, so muss eben beispielsweise aufgezeigt werden, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichberechtigt bei der Gestaltung der digitalen Welt auch beteiligt sind und dass es eine Ungleichverteilung in dieser Gestaltungsmacht, wenn man so will, auch gibt. Und das ist eigentlich eine der, aus unserer Sicht, auch eine der großen Herausforderungen der Digitalisierung. So nur ein Beispiel zu nennen, sondern beispielsweise nur 18% der IKT-Spezialistinnen in Österreich weiblich. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, das ist ja eigentlich mehr als schockierend. Und eben genau an diesem Punkt setzt das Programm Laura Bassi 4.0 an. Das Ziel ist es, dass man diese strukturellen Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen in Angriff nimmt und durch solche Innovationsvorhaben wie eben die pflegenden Angehörigen korrigierend eingreift auch. Und die digitale Welt und vor allem die Mitbestimmung in dieser digitalen Welt soll dadurch viel diverser und viel bunter auch werden. Damit sollen neue Denkansätze, neue Anwendungen und neue Anwendungsbereiche auch erschlossen werden. Und im Endeffekt geht es uns darum, dass eben die Vorteile der Digitalisierung für viele Menschen offen wird und nicht nur für einen kleinen Teil. Okay. Einen elitären Teil, wenn man so möchte. Und ja, ich glaube, ich überziehe jetzt auch schon ein bisschen meine Zeit. Deswegen möchte ich mein Statement jetzt gleich auch mit einem Plädoyer, wenn man so will, oder mit einer Bitte beenden. Ja, lassen Sie uns diesen gesellschaftlichen Prozess gemeinsam gestalten, um auch gemeinsam zum Beispiel und vor allem im Bereich der Pflege auch davon profitieren zu können, damit so möglichst viele Menschen, die daran beteiligt sind, auch davon profitieren können. Mhm. Ja, danke schön. Ja. Vielen Dank auch für die Rahmung. Sie hatten das Stichwort genannt, lasst uns den Prozess gemeinsam gestalten und mit der Digitalisierung schauen, was die Chancen sind. Und genau das würden wir jetzt gerne in der Praxis auch umsetzen. Normalerweise bei einer Konferenz würde man ja jetzt in den Raum kommen und sich einmal begrüßen und die man kennt, vielleicht begrüßen, andere kennenlernen und fragen, was bringt sie hierher? Und da das digital eingeschränkt möglich ist, würden wir zumindest gerne schauen, wer sind wir denn, die wir heute hier zusammenkommen? Und das vielleicht in einer kreativen Form ausprobieren, herauszufinden. Ich wollte nochmal von technischer Seite sagen, dass wir für diejenigen, die später zugekommen sind, aufzeichnen, um Menschen, die heute nicht dabei sein können, nochmal den Stream nachher zur Verfügung zu stellen. Und einerseits im Radio und andererseits einfach auf YouTube oder solchen Plattformen. Und dazu wäre die Bitte, Sie kriegen da so ein Pop-up, ob das in Ordnung für Sie ist, wenn wir das Bild aufzeichnen. Und es wäre schön, wenn Sie draufklicken können, wenn es für Sie passt, weil dann auch möglich ist, sozusagen den Bildschirm zu teilen und wir auch Sie hören können und Sie den Ton dazuschalten dürfen. Jetzt sehe ich noch die Frau Granditz gepinnt. Aber ich hoffe, nein, okay, das ist dann nur bei mir die Ansicht. Ich würde Sie alle jetzt kurz einmal bitten, es gibt oben diese Ansicht und wenn es für Sie passt, wäre es super, für die nächsten 5 Minuten zumindest die eigene Kamera einzustellen, also einzuschalten, damit wir irgendwie sehen können, wer ist denn eigentlich im Raum. Und es gibt hier die Möglichkeit, möglichst viele Leute zu sehen. Das macht man, indem man auf Galerie drückt unter der Ansicht. Die meisten von uns sind wahrscheinlich schon freiwillig oder unfreiwillig Spezialistinnen mit Zoom und ähnlichen Programmen. Genau, aber es ist schön, zumindest auf dem Weg alle zu sehen. Und wir würden auch gerne einfach so in die Runde fragen, wer, und ich würde jetzt einmal eine Frage fragen und dann einfach bitten, diejenigen, die das mit einem Ja beantworten, im Bild zu bleiben und alle, die sagen, na, das da ist bei mir ein Nein, entweder einfach die Kamera zuzuhalten oder sich kurz wegzuschalten. Wer von Ihnen hat denn beruflich mit dem Thema zu tun, über das es heute geht? Also wenn das für Sie ein berufliches Thema auch ist, dann bitte gerne im Bild bleiben und sonst sich wegschalten. Also mein Bildschirm ist gefüllt mit Menschen, die beruflich zu tun haben. Ich schaue mal auf die Seite 2. Also da
würde fast sagen, es sind 2/3 von dem, was ich überblicke, die das beruflich betrifft. Wie ist es denn umgekehrt? Wer hat, also ganz unabhängig, ob das beruflich zutrifft, wer hat auch privat Berührungspunkte mit dem Thema? Und mit dem Thema ist gemeint wirklich so pflegende Angehörige auf Distanz. Also entweder, weil man selber in die Pflege involviert ist oder weil man Pflege erfährt. Und Distanz und Pflege, möchte ich gleich dazu sagen, ist in dem Fall breit gemeint, also auch alles kümmern, auch um Sorgen, finanzielle Unterstützung, emotionale Unterstützung, auch das ist in dem Fall mit gemeint, koordinieren. Also auch da sind viele, viele eigentlich, die das, auf die das zutrifft. Spannend, okay, und wahrscheinlich einige auch, wo beides vorhanden ist. Nachdem wir jetzt in Corona-Zeiten sind, ist vielleicht noch als Abschluss, einige sehe ich sie noch im Homeoffice. Bei wem ist es denn so, dass jemand noch im Raum ist oder einfach jemand noch dazukommen kann? Also wer hat jemanden, den er oder sie entweder pflegt oder eine Katze oder ein Kind, das von der Schule kommt oder Angehörige, die, wo es einfach sein kann, dass man die so, dass die zwischendurch mal was brauchen, wenn wir hier zusammen sind? Okay, sind auch einige, genau. Also einen kleinen Siegel sogar, der uns begleitet. Genau, also auch das irgendwie schön zu wissen, das sind, glaube ich, diese Mehrfachhüte und Verantwortungen, die wir alle mit uns mittragen und die irgendwie in Corona-Zeiten, finde ich, auch sichtbarer werden, aber auch in unser Thema gleich reinführen. Dass wir hier in der Arbeit sind und gleichzeitig aber vielleicht Menschen haben, für die wir Verantwortung haben und die wir uns sorgen. Und manche dürfen wir sogar sehen. Ja. Danke dafür. Das war so ein bisschen, um ein Gefühl zu entwickeln, wenn wir uns schon nicht wirklich sehen können, wer sind wir denn alle gemeinsam? Wir werden jetzt am Anfang eben diesen Impulsvertrag kurz haben von Professor Franke und dann in eine Gesprächsrunde gehen und dort ist auch die Einladung, dann auch sich zu melden und zu Wort zu melden und ihre Erfahrungen einzubringen. Zunächst freue ich mich aber, dass Sie, Frau Franke, sich auch Zeit genommen haben. Ich habe mir natürlich eingangs versucht, ein Bild von Ihnen zu verschaffen, bin auf Ihrer Homepage gegangen, auf Ihrer Uni. Sie sind ja an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und haben dort eine Professur, wo es um auch gesellschaftliche und soziale Fragen des Alterns geht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich wirklich beeindruckt war, dass das ja barrierefrei gestaltet ist. Also ich habe relativ viel mit Hochschulen zu tun und mir ist nie eine Homepage untergekommen, wo mir gleich angeboten wurde, ob ich das vorgelesen bekommen möchte, ob ich die Schriftfarbe einstellen kann und Ähnliches. Das fand ich zumindest sehr konkurrent, hat mir im Sinne von Walk the Talk ein gutes Gefühl gemacht, dass das auch gelebt wird, was vielleicht in der Forschung als klug erscheint. Das andere, was einfällt, ist, also Sie haben ja eine recht bunte wissenschaftliche Karriere mit vielen Stationen Ihres Lebens. Ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, aber es hat Sie, ich sage einmal so, quer durch Deutschland einmal um die Welt geführt. Also Sie haben in Ihrem Studium schon ein Auslandssemester gemacht und haben später auch, ich glaube, über von Bochum, Berlin, Utrecht, zurück nach Bochum, dann über Bremen, Oxford, Dortmund, Frankfurt, ans MIT, nach Heidelberg und seit 2014 Ludwigsburg sozusagen wissenschaftlich tätig gewesen. Und das erweckt den Eindruck, dass Sie einerseits natürlich viel Erfahrung gesammelt haben, hier mit spannenden Kolleginnen gearbeitet haben, aber andererseits ist es fast wie ein Beispiel, dass, wenn man das Schlagwort nimmt, flexible Arbeitswelt und die räumlichen Distanzen, dass Sie vielleicht auch im persönlichen Leben kennen, wie gelingt es dann mit Menschen, denen man verbunden ist, in Kontakt zu bleiben und sich auch um sie zu sorgen, wenn das ein Thema ist, dass sie Hilfe brauchen. Ja, wir freuen uns, dass Sie sich heute Zeit nehmen, denn es gibt gar nicht so viel Forschung zu dem Thema Pflege auf Distanz. Sie haben eines dieser Forschungsprojekte durchgeführt, das sich wirklich explizit diesem Thema gewidmet hat und sich speziell angeschaut, wie geht es Menschen zwischen Deutschland und Schweiz jetzt exemplarisch, die davon betroffen sind. Wer sind diese Menschen überhaupt? Was sind ihre Probleme, Herausforderungen? Was sind auch die Lösungen, die funktionieren? Und das gemeinsam mit Betroffenen zu entwickeln und zu evaluieren, war ihr Ziel. Wir sind sehr gespannt, was da rausgekommen ist. Vielen Dank, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen. Und ich würde Ihnen einfach das Wort übergeben und auch gerne, dass Sie Ihren Bildschirm damit teilen. Mache ich sehr gerne. Ja, ganz herzlichen Dank für die wunderbare Moderation und Einführung. Ich fühle mich da sehr abgeholt und gebe das auch sehr gerne an unsere Abteilung für Kommunikation weiter und unsere Enthinderungsbeauftragte. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben und freue mich auch, dass so viele Personen hier sind und an dieser Veranstaltung teilnehmen um diese Zeit. Das finde ich sehr beeindruckend und
Das finde ich einfach, ich kann das nur unterstreichen, was Sie auch gesagt haben, als eine gemeinsame Aufgabe gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Ich würde Ihnen heute etwas zu einer Personengruppe in der Tat erzählen, die bisher häufig, wenn es um pflegende Angehörige geht, nicht so stark in den Fokus bisher geraten ist, obgleich es sehr wohl eine Reihe von Personen gibt, die ja schon weiter weg von ihren Angehörigen wohnen und das ja auch zunimmt im Zuge des sozialen Wandels, dass man sieht, dass Personen eine Ausbildung machen, an einem anderen Ort wohnen, dass sie aufgrund von Familienzuzügen an einen anderen Ort ziehen. Und der österreichische großartige Gerontologe Rosenmeier hat das auch als Intimität auf Distanz bezeichnet, auch diese Multilokalität von Familien. Und insofern finde ich das, freue ich mich sehr, hier heute ein bisschen was berichten zu können aus einem Projekt und würde gerade mal den Bildschirm teilen. Das Projekt nennt sich quasi Distance Caregivers. Ich stehe hier so ein bisschen auch stellvertretend für, kann man den Bildschirm sehen? Super. Für das gesamte Team, also das heißt die Kolleginnen und Kollegen auch aus der Schweiz. Und die eine Frage, die sich ja immer sehr schnell stellt, ist ja zum einen, was sind pflegende Angehörige? Wie weit geht der Angehörigenbegriff? Wie weit geht der Pflegebegriff? Auch wir haben den ähnlich, wie Sie es gerade schon auch in der Moderation gesagt haben, gefasst, eher unter dem englischen Begriff Care, also nicht unter dem engen Bereich der Körperpflege, sondern dass Care eben Sorgearbeit bedeutet, Unterstützung in unterschiedlichsten Dimensionen. Und das war etwas, was uns eben getragen hat, auch durch dieses Projekt. Das Projekt hat unterschiedliche Bereiche. Wir haben uns damit ja in der Tat als eine der ersten Studien beschäftigt. Und es liegt eben auch darin, dass ja auch schon allein der Distanzbegriff so schwierig zu fassen ist. Ab wann fängt eigentlich eine Distanz an? Ab wann bin ich denn Distance Caregiver? Das ist jetzt auch nicht, dass ich dafür die Lösung in der Literatur gefunden habe, aber um Ihnen mal so ein Beispiel zu zeigen, was so Definitionen sind, da redet man zum einen über quasi Längenmaße. Ich kann das natürlich angeben in Kilometerzahlen beispielsweise. Ich kann es angeben in der Länge, wie lange ich zu einer Person beispielsweise brauche für den Weg, was ja manchmal Sinn macht, wenn man in Regionen wohnt, wo man im Grunde gar nicht so viele Kilometer auseinander wohnt, aber wo der Nahverkehr nicht gut ausgebaut ist, wenn ich kein Auto habe, ob ich überhaupt Möglichkeiten habe, mich von A nach B gut zu bewegen, da spielt beispielsweise die Zeit eine Rolle. Oder andere Studien sagen, es ist gar kein täglicher Kontakt, kein persönlicher Kontakt möglich, man wohnt in einem anderen Land oder die Reisekosten werden zur Belastung. Vor dem Hintergrund muss man also auch betrachten, dass das Thema Distanz kontextual auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Jetzt ist in Deutschland und Österreich, in der Schweiz gibt es sehr ähnliche Vorstellungen davon, was Distanz bedeutet. Aber ich habe zu Beginn des Projektes mit einer Kollegin aus Kanada beispielsweise gesprochen und die hat mir gesagt, ich bin total froh, meine Eltern wohnen ganz in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, naja, wie weit wohnen die denn entfernt? Und dann sagt sie, das sind nur 4,5 Stunden Autofahrt. Also man sieht, das ist dann eben auch dann natürlich sehr davon abhängig, geografisch, was verstehe ich unter Distanz? Was bedeutet das für mich? Wie ist auch quasi das New Normal entsprechend der Entfernung, die ich zurücklegen muss? Wenn wir uns ein bisschen angucken, was heißt das denn vielleicht so von der Größe? Ja, also wir haben jetzt unterschiedliche Längenmaße, was bedeutet Distanz? Und wenn wir jetzt mal versuchen, mal mit Survey-Daten zu rechnen, also mit großen repräsentativen Datensätzen, dann sehen wir hier, dass wenn wir ein Längenmaß anlegen, in dem Datensatz ist es in Längen angegeben, ab 25 Kilometer bis 100 Kilometer oder sogar eben Wegstrecken von mehr als 100 Kilometern zwischen Kindern und den pflegebedürftigen Eltern, dann sehen wir hier im europäischen Vergleich, dass wir einen ganz großen Unterschied haben, also beispielsweise in Schweden mit relativ hohen Raten, auch in Dänemark, in Frankreich, also das heißt, da sind wir schon deutlich, so also grenzen wir an der 40% derjenigen, die halt mehr als 25 Kilometer zurücklegen müssen und andere Länder, wo das halt eben weniger der Fall ist, beispielsweise auch in Südeuropa. Also das heißt, wir sehen hier auch ein bestimmtes Gefälle zwischen Nordeuropa und Südeuropa, aber man rechnet ungefähr damit, dass ungefähr 15-25% aller pflegenden Angehörigen entsprechend Distance Caregiver sind. Ja, je nachdem eben auch entsprechend der Situation in dem Land,
unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt. Wenn ich jetzt, dass wir ein Projekt haben, vergleiche, wie ist der Unterschied zwischen den Gruppen, zwischen pflegenden Kindern in dem Falle, die wo die Personen in einem Haushalt wohnen, wo sie weiter entfernt wohnen, dann haben wir, ich will Sie nicht zu viel mit Statistiken hier quälen, aber so ein paar Einblicke, die wir gesehen haben, ist, dass wir sehen, dass gerade der größte Unterschied besteht zwischen diesen Distance Caregivern und Konstellationen, wo man im gleichen Haushalt lebt. Leben die Personen im gleichen Haushalt, also die pflegenden Angehörigen und die Pflegebedürftigen, ist meistens die Gesundheit, in dem Falle hier der Mutter als pflegebedürftige Person, schlechter. Es ist auch so, dass die Arten von Pflege sich unterscheiden. Viel stärker im Bereich körperlicher Pflege, wenn man im gleichen Haus wohnt. Und deutlich der Anteil von sogenannten administrativen Tätigkeiten bei weiterer Entfernung höher ist. Auch die Kontakthäufigkeit ist häufig niedriger bei den Distance Caregivern, wenn wir natürlich das Persönliche betrachten. Wir sehen auch, dass Distance Caregiver ähnlich wie allgemein pflegende Angehörige, es hat eine weibliche Konnotation nach wie vor, es ist weibliche Care-Arbeit, zu einem leicht anderen Maße sind jetzt hier aber auch nochmal Männer stärker involviert, wenn es um die Entfernung geht. Wir sehen, dass Distance Caregiver außerdem eine leichte Privilegierung haben im Vergleich zu pflegenden Angehörigen im gleichen Haushalt, weil sie häufiger einer Berufstätigkeit mit einem vollen Stundenumfang nachgehen, finanzieller besser ausgestattet sind und mehr Bildungsjahre vorweisen. Sie sind auch häufig in anderen sozialen Netzwerken nochmal unterwegs. Also das heißt, sie haben häufig ein größeres Helfernetzwerk und verfügen deswegen auch über eine leicht bessere subjektive Gesundheit, die wir feststellen konnten. Das war quasi, genau, das habe ich auch hier der Gesundheit nochmal. Ein besonderes Kennzeichen aber der Distance Caregiver sind ihre Schuldgefühle, die sie häufiger haben. Viel häufiger eben nochmal als pflegende Angehörige im gleichen Haushalt. Schuldgefühle, Kontrollverlust, das Gefühl, im Notfall nicht vor Ort sein zu können, ist etwas, was sie ganz stark kennzeichnet, weil sie eben in bestimmten Punkten nicht schnell handeln können. Neben dieser quantitativen, ja, repräsentativen Studie haben wir auch qualitative Interviews mit den Distance Caregivern in Deutschland und in der Schweiz geführt. Also das heißt vertiefende Interviews, weil wir eben sehen wollten, was ist das, was die Personen eben belastet, was sind ihre Herausforderungen. Das, was bisher unbekannt ist und was es auch unser Ziel war, zu zeigen, es gibt diese Leute, ihnen auch in gewisser Weise eine Stimme zu geben. Wir sehen halt hier, dass die Personen im Durchschnitt eigentlich wie pflegende Angehörige im Allgemeinen auch ungefähr um die 50 Jahre alt sind. Bei einem Drittel der Personen handelt es sich sogar um die Hauptpflegeperson. Das hat uns relativ überrascht, dass es doch so ein großer Anteil war. Und wir haben eine durchschnittliche Distanz von 326 Kilometern und 4 Stunden Fahrzeit. Was man sieht, ist, dass ein großer Teil in Vollzeit arbeitet, aber eben auch in Teilzeit zum Teil berufstätig ist. Also dass viele auch schon vorher ihre Berufstätigkeit reduziert haben. Was die Leistungen betrifft der Distance Caregiver, wie auch eigentlich in den quantitativen Daten, viel im Bereich instrumentelle Unterstützung, sogenannte Organisation, Orchestrierung von Helferinnen und Helfern in dem Pflegenetzwerk, sogenanntes Monitoring Care, Monitoring also im Sinne von auch schauen, dass alles gut läuft, ja, also Recherche, auch Administration bei Behördengängen unterstützen, bis hin aber auch zu emotionalem Auffangen, zum Telefon greifen, täglich eben auch nochmal telefonieren und sich austauschen und zum Teil eben auch sogenannte Hands-on-Care machen, wenn sie eben vor Ort sind. Aber auch den Garten machen, sich um die Personen kümmern, die da sind. Und das Interessante, was wir fanden, war, dass die allermeisten unserer Interviewpartnerinnen und Partner sich vor dem Interview überhaupt nicht als pflegende Angehörige begriffen haben. Häufig fallen die genau durch das Netz bei uns eben in der Pflegeversicherung. Sie bekommen keine Leistungen, weil sie diese angeforderten 10 Stunden Pflege vor Ort nicht erfüllen. Also kümmern schon, aber eben gerade diese rechtlichen Rahmenbedingungen ihnen da eine Grenze setzen. Und erst nach unserem Gespräch viele gesagt haben, das stimmt. Ich mache hier eigentlich eine ganze Menge aus der Entfernung. Das ist mir noch nie so klar geworden. Also dieses Aha-Erlebnis hat uns auch sehr bewegt an der Stelle, muss man sagen.
Vom Fürsorgeumfang, um Ihnen das auch kurz zu skizzieren, sind diese Distance Caregiver erst einmal weniger involviert, als das Personen im gleichen Haushalt tun. Ja, wenn man jetzt das mit der Pflegezeit betrachtet, die wir im Vergleich haben, sonst zu anderen Angehörigen, die ja im Schnitt 3 bis 6 Stunden pro Tag pflegen, sind es bei den Distance Caregivern vielleicht eben circa 10 Stunden pro Woche beziehungsweise 6,5 Stunden pro Woche bei den Vollzeitbeschäftigten. Das Potenzial neuer Technologien, ich werde es jetzt vielleicht gar nicht so ausbreiten, weil wir in der Diskussion noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ist da. Es ist ganz spannend. Gerade jetzt auch in der Tat Digitalisierungsimpulse durch Corona gibt uns auch nochmal neue Möglichkeiten zu schauen, wie man Technik überwinden kann. Bisher bei unserem ersten Befragung war es nämlich so, dass viele eher das klassische Telefon genutzt haben, kaum was bekannt war über digitale Technologien, man es nicht genutzt hat oder die Pflegebedürftigen es nicht nutzen wollten. Und interessanterweise sich das eben verändert hat, das konnte ich feststellen, als ich Distance Caregiver auch nochmal jetzt im Sommer 2020 während der Pandemie befragt habe. Vielleicht sage ich aber eben auch gerne später sonst nochmal was dazu. Das heißt, die Distance Caregiver können häufig die klassische Hands-on-Pflege nicht übernehmen, aber kümmern sich in vielerlei anderer Hinsicht um ihre Angehörigen und machen dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen. Besondere Herausforderungen sind lokale Netzwerke zu halten. Das heißt, sie brauchen das Netzwerk vor Ort. Ohne Helferinnen und Helfer, die vor Ort schauen, auch einfach mal nach dem Rechten sehen und sei es einfach die Nachbarin, die guckt, ob die Vorhänge auch quasi geöffnet sind. Jemand, der auch beispielsweise ansprechbar ist im Pflegekontext, in der stationären Pflege, dass ich weiß, da ist jemand gut versorgt. Dieses Unterstützungsnetzwerk ist unheimlich wichtig. Was uns überrascht hat, ist die Ambivalenz teilweise dahinter. Beispielsweise Geschwister. Geschwister können eine ganz große Unterstützung sein oder andere auch Verwandte vor Ort. Es kann aber auch gerade da zu Streit kommen. Wir haben festgestellt, dass so groß die Entlastung sein kann, so groß kann es auch so häufig zu Konflikten kommen, wenn man sich nicht einig ist. Wenn es intransparent ist, wenn man das Gefühl hat, da brechen alte Konflikte auf nach dem Motto, du warst schon immer Mamas Liebling und jetzt kommt das Ganze explosionsartig noch einmal zum Tragen. Das war zum Teil sehr ambivalent. Was schwierig ist, ist auch teilweise die Informationsdefizite durch Personen vor Ort. Das haben einige berichtet, dass sie nicht involviert sich fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie kriegen gar nicht so richtig mit. Das Pflegepersonal vor Ort hält sich zurück, gibt nicht immer alle Informationen. Das war für einige auch einfach ein ganz großer Kontrollverlust, nicht so wirklich zu wissen, was eigentlich Sache vor Ort ist und dass auch teilweise Fehldiagnosen passiert sind. Emotional hat das Thema Distance Caregiving für viele auch eine große Bandbreite. Die Schuldgefühle habe ich ja eben schon erwähnt. In der repräsentativen Befragung zeigen sich auch in den qualitativen Daten das Gefühl, ich müsste eigentlich mehr tun. Sollte ich vielleicht doch umziehen? Sollte ich den Angehörigen zu mir holen? Was mache ich in bestimmten Situationen? Das alles sorgt für eine, ja, eben auch eine große Belastung. Aber, und das war ein anderer Befund, der uns überrascht hat. Die Distanz ist ein Teil des Problems, aber manchmal auch Teil der Lösung. Und da waren unsere Angehörigen sehr offen. Und um Ihnen einfach mal ein Zitat vorzulesen, so einen Alltag mit ihm leben würde, das wäre, glaube ich, viel anstrengender. Oder da hätten wir viel mehr Clinch. Aber dass ich das auch so wirklich vom Herzen sagen kann, ich finde das toll, wie er das macht, also der Vater. Ich bewundere das. Auch dieses, wie soll ich das sagen, ja, dieses Hinnehmen. Ja, jetzt werde ich mal mehr älter, es wird nicht besser, es wird schwieriger. Ich habe jetzt diese Geduld. Ich halte das aus, dass das jetzt so ist. Ich finde das enorm und das kann ich aber wirklich eher glauben, also glaube ich eher aus der Distanz. Oder noch ein anderes Zitat. Also, wenn ich mal wieder so einen Berg überwunden hatte und eine Pflegerin da war, da wusste ich, die bleibt jetzt ein paar Monate, das war dann gut, dann ging es mir gut, dann habe ich mir gedacht, die Mama ist jetzt in ihrer Wohnung und alles ist gut und es war schön, aber ich bin trotzdem hingefahren. Dann gab es immer wieder Probleme, aber das habe ich immer gemeistert, es war halt immer, na gut, ich werde ja auch nicht jünger. Das war dann halt immer so ein Seilakt. Kaum war ich in der Stadt,
E, also wo die Mutter wohnt, habe ich geguckt jeden Monat, wann fährst du das nächste Mal hin? Wie planst du das? Wie kommst du dahin? Wie machst du das Ganze drumherum? Also was diese beiden Zitate nur in gewisser Weise zeigen, ist eben, dass diese Ambivalenz dahinter steckt, einmal immer wieder zu gucken, wann bin ich wieder da, immer alles vorausschauen und zu planen. Aber Distanz kann eben auch für viele eine Erleichterung bedeuten. Jetzt bin ich eigentlich auch schon deutlich über der Zeit. Vielleicht ganz kurz etwas noch mal ein bisschen auch in dem Bereich, was so die Erfahrungen der Distance Caregiver waren in Bezug auf Pflegeberatung, zum Beispiel Pflegestützpunkte, andere Beratungsstellen der Klinik, Sozialarbeit, Familienservice etc. Ein ganz großer Teil macht alles alleine. Die gehen gar nicht in die Beratung. Die suchen sich das gar nicht. Ja. Also in dem Sample sagen 15 von 35, die wissen, dass es einen Pflegestützpunkt bei ihnen gibt. 14 von denen hatten persönlichen Kontakt, der Rest nicht. Eine Schwierigkeit dabei ist auch häufig, dass sie sagen, naja, ich wohne hier in Ort A, der Angehörige wohnt in Ort B. Zu wem soll ich denn eigentlich gehen? Wer ist denn eigentlich verantwortlich? Das war für viele sehr undurchsichtig und insofern hat es dann entsprechend auch bei vielen gar nicht, war das gar nicht auf dem Schirm. Dabei würden sie sich durchaus wünschen, dass es mehr beispielsweise Case Management gibt, dass Hausbesuche besser möglich wären. Sie wünschen mehr psychosoziale Beratung. Das ist eigentlich auch kein Novum. Das kennen wir auch aus anderen Studien mit pflegenden Angehörigen, dass die emotionale Belastung viel zu wenig beachtet wird, die Dynamiken innerhalb der Familie, das Familiensystempflege viel zu wenig in den Blick gerät. Und dass man denkt, es ist immer nur die körperlich anstrengende Seite. Aber was dann eigentlich auch noch mal passiert, biografisch, der Blick, dass das einfach vielen verloren geht. Einige wünschen sich also auch Konfliktberatung, aber auch Schulung und therapeutische Hilfen oder Tipps und Tricks zum Beispiel, wie finde ich die beste Steuerberatung, die mir an der Stelle hilft. Wichtig ist hier, ich kann das unterstreichen, was Sie sagen, Vernetzung, intersektorale, gemeinsame Ausgestaltung des Hilfesystems, schriftliche Infos natürlich zu geben, Informationen zu geben. Aber es ist eben auch schwierig, manchmal auch in das System Pflege überhaupt einen Einblick zu bekommen. Viele sind ja auch so ein bisschen eine Blackbox, wollen sich nicht unbedingt reinschauen lassen und da auch hinzubekommen, dass man sich öffnet, dass man die richtigen Angebote auch streut für diejenigen, die bisher keinen Zugang hatten. Und auch hier Beratungsstellen und die Selbsthilfe nutzt, aber auch die Betriebe, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stärker in die Verantwortung zu nehmen und das Thema auch Vereinbarkeit von Beruf und Pflege nicht aus dem Blick zu nehmen. Jetzt gucke ich gerade mal so ein bisschen, soll ich das gerade noch aus der Corona-Pandemie erwähnen oder sollen wir das ein bisschen in der Diskussion eher sagen? Nehmen wir es lieber in die Diskussion mit hinein. Dann mache ich das sehr gerne. Und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich sehr auf Anregungen, Fragen und genau, kann gerne nachher später noch berichten. Ja, vielen Dank, das war unglaublich dicht und reichhaltig. Mir ging es ähnlich, als ich Ihre Studie mir zu Gemüte geführt habe. Da gibt es ganz, ganz viele Inhalte und auch diese vielen Dimensionen, die das Thema hat, werden ja auch irgendwie angesprochen. Das ganz Persönliche, das Strukturelle, Politische und auch die Pflegearrangements. Wir haben Gott sei Dank auch noch mehrere Expertinnen hier, die auch anderen Fachbereichen kommen, auch aus der Praxis kommen. Ich würde sie gerne begrüßen und in unsere Runde dazu holen. Da gibt es einmal die Anna Teufel, die beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Digital Health und Patient Safety arbeitet und die sich auch forschend mit dem Thema beschäftigt hat und dazu eigene Interviews durchgeführt hat, Studien ausgewertet hat im Rahmen des Innovationsnetzwerkes, wo es auch um die Angehörigenpflege geht. Und da wird es sehr spannend auch, ob sich das mit den Befunden, die jetzt vorgestellt wurden, geteilt hat oder ob da andere Aspekte im Vordergrund standen und auch vielleicht auf die Aspekte einzugehen, die jetzt noch gar keine Zeit hatten. Danke, dass Sie sich auch Zeit nehmen. Es gibt den Daniel Gressel. Wir haben uns vorher schon kurz unterhalten. Ich habe gefragt, wie ich Sie vorstellen darf, weil der Begriff Community, also sozusagen zukünftiger Community Nurse, des Berufsbildes ja sozusagen im Entstehen und im Erproben. Und Sie sind einer der Personen, die das sozusagen mit erproben und mit in der Praxis versuchen umzusetzen. Für diejenigen, die jetzt nicht aus dem Pflegebereich kommen wie ich habe das so verstanden, dass es darum geht, sehr niederschwellig, bedarfsorientiert und auch bevölkerungsnah zu schauen, was braucht es in der Situation, neben dem, dass man selber hilft, auch zu schauen, wie funktioniert das mit dem Drumherum, also gerade die angesprochenen Netzwerke, was wäre da notwendig und auch das vielleicht zurückspiegelt an die Gemeinde zu sagen, wir nehmen diese und diese Probleme wahr, also eine Brückenfunktion und in dem Sinn ganz spannend auch. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Und last but not least, der Norbert Partl. Der Norbert Partl, ich habe überlegt, ob wir uns kennen, weil Sie kommen mir sehr vertraut vor. Ich habe keine Ahnung, woher, aber Sie arbeiten für die Caritas und leiten dort die Angehörigenberatung. Das heißt auch, Sie haben mit Kollegen und Kolleginnen täglich gemeinsam mit Menschen zu tun, die als Angehörige Rat suchen und wo Sie erfahren, was ist deren Alltagssituation und auch Tipps geben können und dann vielleicht auch die Erfahrung haben, was hilft und was hilft nicht. Auch sehr wertvoll, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich würde da gleich vielleicht auch gerne anschließen, Herr Partl, wenn man so diese wissenschaftlichen Befunde hört, wahrscheinlich kann man sich jetzt nicht alles merken, weil das war sehr dicht, aber was hat denn bei Ihnen Resonanz gefunden, wo Sie sagen, ja, das begegnet mir täglich auch so, wenn der Angehörige zu uns kommen und was vielleicht auch nicht, oder was überraschend dabei oder etwas, wie kam das bei Ihnen an? Weil Sie sind noch gemutet. So, das Mikro gefunden. Ja, vieles ist mir natürlich oder eigentlich alles bekannt aus der Praxis, was die Kollegin berichtet hat. Ich bin selber zwar wenig Einzelberatend tätig, hier und da am Telefon, wenn die Menschen mich ja sagen, erreichen, bevor sie eine Beraterin erreichen. Aber ich halte immer wieder Kurse auch für pflegende Angehörige und sage, überraschenderweise finden sich fast in jedem dieser Kurse eben Menschen, die eben so Distance Carers eigentlich sind. Ja? Mhm. Also, verstehen die sich selbst als Distance Carer, weil die Frau Frank hat ja angesprochen, ja, vielen ist es gar nicht so. Also das ist ein großer Punkt, nicht, dass ich die eben nicht, also auch die Nahpflegen verstehen sich nicht als pflegende Angehörige. Okay. Und wir versuchen die meistens halt über das Thema, ja, bei uns ist Demenz das Hauptthema und da kommen die eher. Also wenn ich einladen würde, oder sagen, kommen Sie in einen Kurs für pflegende Angehörige, ich glaube, das wäre ganz schwierig, nicht? Wenn wir sagen, wir bieten eine Fortbildung oder einen Kurs zum Demenzthema an für Angehörige, dann kommen die eher. Ja? Also wenn ich sie da beim konkreten Problemthema sozusagen, dass sie für sich geortet haben, auch das dauert oft lang, bis sie das geortet haben, dass sie da, dass das ihr Thema ist, aber dann kommen sie. Mhm. Und ich will auf eine Spezialität unter Anführungszeichen hinweisen, eben auch noch, wo diese Distance Carers ein größeres Fragezeichen haben. Das ist diese Spannung zwischen Autonomie und ihrer Fürsorgepflicht. Ja? Also wie lange geht das denn, sagen, dass meine Mutter, mein Vater da noch alleine lebt? Und sozusagen, wann muss ich jetzt da was tun, was organisieren, bis hin sie zu mir nehmen, hinziehen, 24-Stunden-Betreuung, wie es bei uns gibt, oder geht nur mehr eine stationäre Pflege oder was auch immer. Und das erlebe ich sozusagen, dass da eben noch ein höherer sozusagen Spannungspunkt drinnen ist, eben das aus der Distanz festzustellen und die oft dann, wenn sie mit den Nachbarn gesprochen haben, ganz vor den Kopf gestoßen sind, wie es denn da wirklich zugeht und muss ich jetzt, aber wie ernst muss ich das nehmen? Die Mutter sagt, das ist alles in Ordnung, du brauchst dich überhaupt nicht sozusagen zu sorgen. Ja, und also das ist zum Beispiel für mich noch ein ganz wichtiger Punkt bei den Distanzkörpern. Sonst kann ich vieles unterstreichen. Vielleicht ein Punkt noch, eben es gibt immer ja diese Doppelfrage, was ist meine eigene psychische Belastung, was ist eher oder sagen die physische Mehrbelastung. Und in der psychischen Belastung ist mir ein Phänomen noch aufgekommen, dass sich Menschen, die prinzipiell eigentlich gar nicht, sage ich, so gerne ausgewandert sind. Ja? Also wir haben auch schon Personen betreut, die in Japan oder in Hongkong die eigenen Eltern betreuen. Und wenn die eigentlich, sage ich jetzt einmal, bei uns sich noch immer einsam oder gesellschaftlich nicht angekommen fühlen, dann haben die auch noch einmal sozusagen ein anderes Thema. Ja, dass sie sagen, gleichzeitig sozusagen das Heimweh verstärkt, ja, um das so zu sagen. Aber dann in dieser Spannung stehen, aber meinen Broterwerb habe ich da und oder sagen, da noch einmal eine zusätzliche psychische Belastung kommt. Das würde ich einmal ergänzen. Okay, vielen Dank. Also auch dieser Aspekt eigentlich gar nicht zu wissen, wie schaut es vor Ort aus, wie geht es der Person, kommt die alleine noch zurecht? Eine ähnliche Frage habe ich mir gestellt, Herr Gressel, es ist ja, Sie haben ja die Perspektive der Menschen, die es aus professioneller Sicht auch unterstützen und Sie haben natürlich aber auch mit den Distant Caregivern zu tun, die dann aus der Entfernung für Sie Ansprechpartner sind oder Partnerinnen. Wie geht es Ihnen aus der Perspektive? Also was bringt das an Herausforderungen, wenn man als professionelle Pflegekraft sich kümmert und dann die Angehörigen zum Teil eben in räumlicher Entfernung sind.
Naja, es ist eigentlich unterschiedlich, beziehungsweise jede Familie oder jeder zu Pflegende ist eine Herausforderung für sich, beziehungsweise individuell anzusehen. Ja. Und gerade in Bereichen, also eigentlich gerade in der Praxis, es gibt oft viele, die was wirklich Bundesland oder auch quasi in anderen Staaten oft wohnen, ja, und vor Ort im Familiensystem, sage ich einmal, vielleicht vor Ort jemanden hat, wo vielleicht jetzt die Tochter pflegt und hat sie mehrere Geschwister und die sind aufgeteilt. Ja. Die Herausforderung ist grundsätzlich auch, wenn man das in einen Pflegeprozess gießt, ja, also gerade als professionelle Kraft, die informelle Pflege zu begleiten, zu unterstützen, ja, ist es natürlich immer herausfordernd, diesen gesamten Pflegeprozess in der Familie auch neu aufzubauen. Man muss sich das einfach auch genau anschauen, ja, welche Personen, zum Beispiel, meistens ist es immer so, dass immer eine Hauptperson, die koordiniert, die macht, die tut. Oder schlimmer ist noch, wenn quasi die Person, die koordiniert, macht, auch noch selbst pflegt. Ja? Das heißt, man müsste einfach auch mal schauen, okay, wer macht was, wer hat auch welche Ressourcen, wie ist auch der Gesundheitszustand nicht nur der zu Pflegenden, sondern auch die informelle Pflege. Ja? Das heißt, man hat ein großes Spektrum, wo man dann eigentlich strukturiert das Thema abarbeiten muss, und zu sagen, okay, jeder hat seine individuellen Ziele, jeder hat wirklich auch im gesamten Prozess das familiäre Pflegeziel zu erreichen, so dass im Endeffekt eine gut gewährleistete Pflege zu Hause ist und auch jeder auch entlastet ist und auch grundsätzlich auf seine eigene Gesundheit auch achten kann. Mhm. Jetzt hat ja die Frau Franke auch angesprochen, dass es eben schwierig ist und Herr Bartl hat das betont, aus der Entfernung zu wissen, wie schaut es eigentlich vor Ort aus. Mhm. Und auch in diesen Umfragen ist der Kontrollverlust so als Stichwort gekommen. Ne? Also wie gehen Sie damit um? Zeigt sich das dann so, dass die Menschen mehr Berichte wollen? Also sind das Telefonate, wo man dann drüber redet, wie geht es jetzt meinem Angehörigen? Oder sind das dann andere Formen, wie man informiert? Ich spreche das auch deshalb an, weil ja das Thema, wie viel Kontrolle und Dokumentation braucht es überhaupt, ja generell, glaube ich, ein Spannungsfeld ist in der Pflege. Also wie viel macht man als Dinge nach Vorgaben, um dann gegenüber der Sozialversicherung und anderen Geldgebern das auch abrechnen zu können? Wie viel Freiheiten hat man vor Ort zu schauen, um diesem Stichwort bedarfsgerecht auch gerecht zu werden, also dann in Freiheit? Also wie viel Kontrolle ist da gut und wie viel Information, wie ist das in der Praxis bei den Menschen, die nicht vor Ort sind? Also ich denke mir, das einmal auch unterschiedlich anzusehen, wie grundsätzlich der Kontext ist, ja. Also einfach auch, wie der Pflegebedarf ist und auch, wie gerade die Versorgung aussieht. Ja. Und es gibt verschiedene Schwerpunkte. Manchmal kann es einfach eher was Medizinisches sein, ja, wo einfach vielleicht auch die Behandlungskontinuität aufrechterhalten werden und wo man zum Beispiel als professionelle Pflegekraft auch unterstützend anleiten und Tipps geben kann. Auchmals reicht auch schon, durch die Entfernung einfach Sicherheit zu geben. Ja? Das heißt, einfach Fragen niederschwellig auch beantworten zu können. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass die Versorgung überhaupt nicht stimmt, denen Menschen oder den pflegenden Angehörigen auf Distanz gar nicht bewusst ist. Ja? Und dort auch überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen. Oder auch beziehungsweise die Beobachtungsgabe zu denen beizubringen, zu lernen. Es ist, wie gesagt, es ist einfach unterschiedlich von Person zu Person und die Probleme kann man natürlich nicht ganz verallgemeinern. Ja. Ich würde an der Stelle auch die Frau Teufel gerne unsere Runde holen. Sie haben ja auch eigene Forschungen nochmal gemacht, vielleicht mit der anderen Brille drauf geschaut. Was sind denn die Aspekte, die Sie dabei überrascht haben oder wo Sie auch, wir haben ja eingangs gehört, es ist gar nicht so leicht, das Thema zu fassen, auch wissenschaftlich zu fassen. Wer ist das überhaupt, von dem wir sprechen? Wie können wir da Kontakt, das Stichwort Blackbox ist gefallen. Wie ist es Ihnen da gegangen im Versuch, sich da wissenschaftlich zu nähern? Ja, es war sehr schwierig, Personen zu finden, die nicht die mit uns sprechen, ganz grundsätzlich, sondern die sich auch eben als pflegende Angehörige identifizieren. Weil das ja auch oft erst rückblickend tatsächlich der Fall ist, dass jemand erkennt, ich war in dieser Situation, auch möglicherweise, wenn die Situation schon vorbei ist. Und andererseits eben durch diese fehlenden Pflegehandlungen, die eben oft einfach Unterstützung sind oder Organisationstätigkeiten, dass da eben auch einfach dieses Verständnis dafür, dass man das selbst ist, fehlt. Sehr wichtig ist uns aufgefallen, im Gegensatz zu den anderen
Untersuchungen, die wir bisher dazu gemacht haben, war dieser Netzwerkgedanke, der so wichtig ist vor Ort und auch, dass es ein belastbares Netzwerk ist. Es muss nicht wahnsinnig groß sein, aber es braucht einfach eine gewisse Verlässlichkeit, eben weil dieses schnelle Vorortsein nicht möglich ist. Hm. Einerseits und andererseits auch diese sehr, sehr starke emotionale Belastung, die Betroffenen empfinden, durch diese Ängste, wie geht es den Personen vor Ort, man kann nicht jederzeit schnell dorthin fahren. Und auch diese vorausschauende Planung ist halt extrem schwierig, ganz grundsätzlich. In unseren Interviews haben wir gesehen, dass vor allem diese Akzeptanz von externer Hilfe sehr schlecht angenommen wird und dass das dann erst recht zu einer Belastung führt im emotionalen Sinn, wenn man sozusagen weiß, man bräuchte Unterstützung und Hilfe vor Ort und die kommt dort aber nicht an, weil sie vor Ort nicht akzeptiert wird. Nicht angenommen jetzt von den pflegebedürftigen Personen oder wie, so genau, gemeint? Genau. Mhm. Mhm. Das heißt, diesen Vertrauensaufbau, da jemanden einzuführen, den man nicht kennt, also so wie ein Herr Gressel, der jetzt zu mir nach Hause kommt oder Kollegen, dann, wenn man nicht vor Ort ist, ist auch dieses Netzwerk zu knüpfen wahrscheinlich schwierig, stelle ich mir vor. Genau, also es braucht sozusagen in diesem Netzwerk schon eine gewisse Vorgeschichte, also Rahmenbedingungen. Und wenn es die nicht gibt, ist es schwierig, das vor allem auch aus der Distanz noch einmal aufzubauen, weil es eben dann um diese persönlichen Kontakte geht, das fehlt dann einfach. Mhm. Ja, ich möchte an der Stelle einladen an die gesamte Gruppe, dass sie sich auch gerne zu Wort melden. Wir haben das so uns gedacht, nachdem wir sehr, sehr viele sind, dass sie vielleicht das in den Chat schreiben, wenn sie entweder eine Frage haben oder einfach bereit sind, ihre Erfahrung einfach einzubringen aus ihrer persönlichen beruflichen Umfeld oder privaten Umfeld. Wir würden das nicht jeweils gleich reinnehmen, sondern die Kolleginnen würden das anschauen und dann irgendwie schauen, wann sind wir bei welchem Thema, wann passt etwas. Bitte nicht böse sein, wenn nicht alles vorkommt, aber wir hoffen auf viele Beiträge. Und es gibt dann die Möglichkeit, entweder kann ich die vorlesen, diese Beiträge, die eingespielt werden, oder Sie gerne melden sich und wir schalten Sie bei Video einfach dazu und Sie nehmen selber am Gespräch teil. Ich würde gerne bei diesem Netzwerk noch bleiben und auch einfach an die Gesamtgruppe fragen, wie kann das funktionieren? Also was gibt es aus der Forschung, aus der Praxis für Erfahrungen? Was rät man in einer Beratungsstelle, wenn es darum geht, so ein Netzwerk aufzubauen, zu halten, zu pflegen? Es ist schon angesprochen, vieles hat wirklich mit den persönlichen Beziehungen zu tun, mit Vertrauen auch. Was sind da die Dinge, die eigentlich helfen und die sich bewährt haben? Das ist gar nicht so eine leichte Frage. Ich weiß aber nicht, weil es gibt eine Hand, die ich zumindest sehe von der Frau Bayer. Genau. Weiß nicht, also wollen wir die vorausnehmen vielleicht erstmal und dann fragen wir nochmal hier weiter. Genau, ich würde bitten, dass wir die Frau Bayer einfach dazu schalten. Man kann die so pinnen und wenn Sie sich genau entmuten. Hallo, willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Michaela Bayer von der Musikuniversität Wien, MDW. Vielen Dank an die Initiatorinnen für den heutigen Abend und für den Input bis jetzt. Ganz, ganz toll. Die Kunstuniversitäten von Österreich haben sich zusammengeschlossen zu Arts for Care. Auf jeder Kunstuniversität gibt es eine Ansprechperson für Personal, für Studierende, Verwaltungspersonal, Studierende und Lehrende, wenn man in die Situation kommt, einen Pflegefall in der Familie zu haben. Das soll eine ganz niederschwellige Geschichte sein, ohne dass man Betriebsrat einschaltet, ohne dass man zur Personalchefin oder zum Rektorat muss. Unsere Erfahrung oder meine Erfahrung in dem Fall, ich bin Ansprechperson an der MDW, es betrifft meistens die Frauen. Die Frauen haben einen sehr, sehr hohen Belastungsfaktor und kommen meistens, wenn sie schon wirklich nicht mehr können und schon weit über ihre Grenzen gegangen sind. Wir haben aus über 40 Nationen Studierende und Lehrende im Haus. Also uns betrifft es ganz stark mit der Distanz. Es ist permanent das schlechte Gewissen. Es ist der große Druck von der Familie, Geschwister, so wie Sie gesagt haben, Frau Dr. Franke, Vater zum Beispiel. Ja, du bist ja nicht da. Du lässt uns im Stich mit der Pflege der Mutter. Und ständig das schlechte Gewissen. Bin ich an der Universität? Bin ich nicht für meine Familie da? Bin ich jetzt im anderen Land bei meiner Familie, in meinem ursprünglichen Zuhause? Kann ich meinen Lehrvertrag oder mein Studium auf der Universität nicht zu 100%
gut erfüllen. Mhm. Also die sind ständig im Hin und Her. Und was ich noch dazu gerne ergänzen wollte, ich war vor kurzem, also im vorigen Jahr im September, eingeladen zu die Gegenwartsgespräche von Herrn Dr. Dr. Lehner im ABZ und habe das ganz spannend gefunden, weil der hat gesagt, man soll nicht warten, bis die Politik etwas macht, sondern selbst ins Tun kommen. Und das fängt mit Kleinigkeiten an, ja, dass man die Männer auch in die Pflicht nimmt und Männer und Care in Verbindung bringt. Sei es jetzt, dass man auf Plakaten, man sieht meistens Frauen mit alten Menschen in der Pflege und dass man mal auf Plakaten Männer abbildet oder abfotografiert und dass man im eigenen Betrieb oder so wie bei uns auf den eigenen Universitäten im Haus auch Männer in die Pflicht nimmt und Workshops dazu macht. Sei es jetzt, es muss gar nicht der Pflegefall sein im Krankheitsfall, sondern auch Pflegekarenz. Und dass man da die Weichen ganz niederschwellig stellt. Ja, dass das die Möglichkeit, dass die leicht, Entschuldigung, dass da ein ganz niederschwelliger, leichter Zugang dazu gestellt wird, dass Männer kommen können, dürfen, sollen und dass sie von anderen männlichen Kollegen nicht gemobbt oder verspottet werden, sondern dass der Betrieb, die Arbeitgeberin als Universität voll und ganz dahinter steht. Ja. Und dass sie das toll findet, wenn das gemacht wird. Ja. Ja. Und solche Initiativen sind wir jetzt am Tun und am Machen, dass das bei uns installiert wird im Haus. Ja. Dankeschön. Sehr schön und auch danke fürs Teilen. Sie haben ja gleich mehrere Themen noch angesprochen, auch die Verantwortung der Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, da gibt es ja noch einen eigenen Tag dazu, aber Frau Franke, Sie haben das ja auch, diesen Aspekt in Ihrer Forschung auch angeschaut, was ist aus den Betrieben möglich, egal ob jetzt an der Universität oder woanders. Mhm. Und Sie haben ja auch angesprochen, das Bild, das zum Teil überholte Bild auch sozusagen von Frauen und Männern und dass wir auch alle fortsetzen, weil wir es halt auch Intus haben und uns da bewusster zu werden. Ich möchte kurz, bevor wir weitere Fragen nehmen, in die Runde sozusagen eröffnen, ob Sie nicht entweder zum sozialen Netz oder zu dem, was die Frau Bayer eingebracht hat, auch etwas sagen wollen. Und es gab dann noch andere Fragen, die wir dann reinholen. Zum sozialen Netz kann ich uns noch auch was sagen. Bitte. Mhm. Ja, ich würde auch gerne noch was zu der betrieblichen Ebene auch nochmal sagen. Das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Da kann ich auch ganz gut anknüpfen. Gerne dazu. Also ich glaube, wir sind ja gerade dort. Vielleicht, Frau Franke, wollen Sie starten und dann Herr Gressel. Ist es in Ordnung, Herr Gressel, wenn ich das mache? Ja, natürlich, bitte. Okay. Ich fand das jetzt auch nochmal einen ganz guten Impuls. Also genau die Frage auch eben, was können die Arbeitgeber quasi an der Stelle eben auch nochmal tun, so wie Sie es dargestellt haben. Und wir fanden das bei uns total spannend. Wir haben ja auch eben mit Praxispartnern zusammengearbeitet, mit der Daimler AG unter anderem, Wüstenrot-Württembergische, SAP ist noch dazu gestoßen und dann bekamen wir aber eben auch Praxispartner eben aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, also die halt eben beispielsweise selber Pflegestationen haben. Also das heißt, wir hatten beide Seiten. Und da haben wir ja eben quasi Personen, die qua Beruf pflegen und gleichzeitig möglicherweise auch nochmal eben eine Pflegeverantwortung innerhalb der Familie haben als Double Duty Carer. Und wir fanden es erstmal sehr beeindruckend, dass man merkt, bei den Arbeitgebern muss ja überhaupt das Thema Pflege nochmal festgeklopft werden. Es gibt Vorzeigebetriebe, es gibt welche, die sich da schon sehr stark engagieren. Aber man hat gemerkt, bei dem Thema, bevor ich zur Distanzpflege komme, muss ich immer erstmal insgesamt das Thema Pflege, ja, sei es jetzt für junge Menschen, sei es für ältere Angehörige, muss ich das erstmal überhaupt prominenter machen, dass das immer noch ein dickes Brett häufig ist. Und es dann funktioniert hat, Stichwort Männer, wenn männliche Führungskräfte selber in der Rolle waren und quasi Vorreiter gewesen sind, dann entstand eine ganz andere Form der Kommunikationskultur auch über das Thema. Es war dann eben nicht allein in der Frauenecke, ja, das war dann etwas, was wirklich nochmal einen anderen Stellenwert bekam. Und deswegen ist es nochmal ganz wichtig, auch zu schauen, diese Führungskräfte zu sensibilisieren an der Stelle und das weiterzugeben. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und wir haben dann Workshops gegeben und dann hat sich das weitergesponnen. Und plötzlich waren unsere Listen voller und voller, weil man dann merkt hat, ach ja, stimmt, da gehöre ich ja eigentlich auch irgendwie zu. Ach, es interessiert mich jetzt, ich gehe da auch mal hin. Und insofern ist es ganz spannend, dass
dass da viele Optionen noch bestehen. Und da hat sich jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie ganz, ganz viel getan, natürlich durch Homeoffice-Möglichkeiten, was jetzt in unseren Partnerbetrieben auch weitergetragen wird. Und wir hoffen, dass das ja anderen auch nochmal, dass die das auch fortsetzen können. Vielen Dank schon dafür. Herr Gressel, Sie hatten vorher noch einen Gedanken zu den sozialen Netzwerken. Genau, also es ist auch so, immer gesagt, okay, Netzwerk ist eigentlich richtig groß und breit gefächert. Die Frage ist immer natürlich, was braucht die Person, die Pflege benötigt? Im Grunde genommen für ein Netzwerk oftmals benötigt es auch eine professionelle Sicht drauf, ja, welchen Bedarf man hat, ja. Wie kann man dann überhaupt ein gesundes und soziales Netzwerk zum Beispiel professionell aufbauen? Ja? Oftmals sind ja die eigenen Risiken ja nicht bekannt. Ja? Das heißt quasi, dass man dort einmal Sicht von außen bekommt. Und zusätzlich muss man auch schauen, wie ist das eigene soziale Netzwerk innerhalb zum Beispiel der Familie? Wie kann man das eigentlich aufbauen? Ja? Was benötigt oder was habe ich vorhanden? Es gibt auch sehr viele, die was überhaupt kein soziales Netzwerk haben innerhalb der Familie. Also da muss man auch einmal schauen, okay, wie kann man da professionelle Dienste auch hinzuziehen? Und dann ist auch die andere Frage des Netzwerkes, wie sind zum Beispiel auch die professionellen Organisationen untereinander vernetzt? Ja, das ist auch ein Thema, weil man kann auch natürlich ein gesundes und soziales Netzwerk auch einmal aufbauen. Die Frage ist aber natürlich, wie ist zum Beispiel innerhalb einer Kommune, wie gut ist das überhaupt ineinandergreifend? Wie gut funktionieren das? Also ist ein Konkurrenzkämpfen da oder ist eigentlich ein Miteinander? Also es ist eigentlich schon ein großes Thema, auch zu sagen, wo sich die Menschen auch befinden, wo sie Unterstützung benötigen. Und da ist es wirklich ein großes Ziel auch zu sagen, dass gerade in diesen Bereichen der Vernetzung wirklich auch in Zukunft viel Arbeit geleistet werden muss, um das auch zu verbessern. Mhm. Ja, ich finde es spannend, auch von Menschen zu hören, also wenn man sagt, viel Arbeit im Bereich der Vernetzung zu leisten, was das ganz praktisch auch heißen kann. Also wo das gelungen ist, vielleicht kennt jemand ein Beispiel, wo man sagt, das ist uns gut gelungen und darauf ist es irgendwie angekommen. Herr Bartel, Sie hatten sich schon gemeldet und ich bitte um Nachsicht für alle. Es waren jetzt zahlreiche Meldungen. Ich habe sie auch gesehen im Chat und werde sie drei nach reinholen. Ich möchte nur auch denjenigen die Chance geben, die sich schon gemeldet haben. Bitte. Also ich möchte direkt auf den Herrn Gressel dann noch einsteigen, weil sagen, dieses Netzwerken, ich sehe das auch, dass das wichtig ist, aber eben das muss ja mit den Betroffenen passieren, das Netzwerk aufzubauen. Und da braucht es halt ganz oft vorher eine längere Beziehungsarbeit. Also wenn ich nur ein ganz konkretes Beispiel vor Augen habe, eine ältere, eine Pensionistin, die ihren Gatten pflegt und wo ihre Kinder gar nicht so wissen, wie die wirkliche Situation ist. Aber sie will sie auch gar nicht involvieren, weil sie sagt oder sagen, na, meine Kinder will ich nicht auch noch belasten. Es ist für mich schon so schrecklich mit dem Gatten. Und wenigstens die sozusagen sollen ein glückliches Leben führen und doch da nicht sozusagen hereinkommen. Also das schließt sie ja mal aus. Die professionelle Hilfe schließt sie aus finanziellen Gründen weitgehend aus und so weiter. Und wenn ich da was bewegen will, das ist halt die Erfahrung auch unserer Einzelberaterinnen, dann brauche ich ja mal oder sagen einen längeren Beziehungsweg oder sagen, um mit dieser Dame sagen, überhaupt so weit zu kommen, dass sie Optionen sieht, dass das sozusagen ihre Kinder sagen, nicht so sehr belastet, dass das auch geht, aber in kleinen Schritten und so weiter. Und da muss ich schon sagen, da haben wir oft noch wenig Verständnis, also auch in der öffentlichen Hand, die sie denken, Informationsgespräch und dann wird doch die Sache sozusagen geklärt sein. Das ist es nicht, sondern es muss die Leute Zeit geben und ich hoffe oder sagen eben, dass sagen die in diesem neuen Versuchen, wo der Herr Gressel drinnen ist, dass man das sozusagen mitbedenkt. Ja? Also die können nicht 200 Leute oder sagen beraten solche Personen, genau, sondern die brauchen die Zeit, um auch den Beziehungsaufbau leisten zu können. Weil was ich dazu fragen darf, was man überhaupt brauchen. Herr Gressel, ganz kurz, ich möchte Frau Teufel noch dazu nehmen und auch die Frau Franke, die sich schon gemeldet hatten. Ich finde es grundsätzlich schön, wenn das eh hin und her geht, aber auch diejenigen, die noch weniger zu Wort waren. Und Frau Teufel, bevor Sie vielleicht darauf antworten, auch möchte ich einen zumindest aus dem Chat einen Aspekt reinbringen. Da hat sich eine pflegende Mutter eines erwachsenen Sohns mit intellektueller und mehrfacher Behinderung auch gemeldet.
Sie sagt, viele von uns sehen sich einfach gar nicht als pflegende Angehörige und wir werden auch kaum als solche wahrgenommen. Wurden in den Studien auch auf diese Gruppe eingegangen, wir pflegen und begleiten über Jahrzehnte, sind auch Distant Caregivers, wenn unseren Kindern zum Beispiel in Wohneinrichtungen ziehen. Ja, also Sie hatten ja, Herr Bartel, angesprochen, wie geht es Kindern mit Eltern, aber vielleicht auch diesen Aspekt, wie geht es umgekehrt? Bitte, Frau Teufel. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich noch, wenn ich darf, auf das Netzwerk davor eingehen, um nämlich auch zu sagen, einerseits ist es ein Aufbau, also ein Aufwand, um dieses aufzubauen und gleichzeitig ist es unglaublich schwierig, um Hilfe zu bitten und um Hilfe zu fragen. Und genau um das geht es ja auch da, wo man dann sozusagen die eigenen Türen aufmachen muss und Schwächen, vermeintliche Schwächen, die de facto ja eigentlich gar keine sind, offenlegen muss und mit jemandem teilen muss, der möglicherweise gar nicht zur Familie gehört. Also das ist einerseits, da ist nochmal eine sehr große Hemmschwelle dahinter. Und darauf wollte ich einfach auch nochmal eingehen, im Sinne von, das macht das Stigma nicht weniger schlimm. Und gerade solche Aktionen, die es am Arbeitsplatz gibt, um auch einfach da zu entstigmatisieren, sind unglaublich wichtig und auch glaube ich, für die eigene Perspektive als pflegende Angehörige. Ja, vielen Dank. Frau Franke, Sie hatten sich gemeldet. Genau, vielleicht auch kurz zum Netzwerk und dann würde ich gerne auf das andere auch gerade nochmal eingehen. Die Schwierigkeit sind ja genauso die Personengruppen, die so dazwischen sind. Also am schwierigsten scheint es zumindest bei unseren Teilnehmern aus der Studie bei Nachbarschaft. Das ist ja eine ganz schwierige Sache. Auf der einen Seite kann es sehr hilfreich sein, also so leichtere Tätigkeiten, aber die reinzulassen in meinen privaten Raum und die sind weder professionell ausgebildet, sodass ich dann weiß, okay, die machen das qua Beruf, da habe ich das Gefühl, die haben auch, die sind dann auch verschwiegen, die geben nichts nach außen, da wird nicht über mich getratscht. Das hat auch nochmal was anderes, aber gerade die Nachbarschaft, das ist für viele ganz, ganz schwierig zu sagen, die möchte ich dann gerne reinlassen. Und insbesondere muss man natürlich auch sagen, also so sehr eine gute Nachbarschaft schätzenswert ist und ein ganz großer Player sein kann in diesem Netzwerk, gab es auch bei uns Interviewpartner, die gesagt haben, mit den Nachbarn kommt meine Mutter überhaupt nicht klar. Also die würden überhaupt keinen Fuß da reinsetzen und irgendwas für die machen, die streiten sich dauernd oder die haben eigentlich gar keinen Kontakt. Und das muss man natürlich auch manchmal realistisch sehen. Also von daher finde ich Ansätze jetzt mit Ihnen, Herr Gressel, da würde ich mich am liebsten noch länger unterhalten, wie das dann eigentlich funktioniert jetzt gerade, finde ich ganz, ganz spannend auch nochmal, die da auch nochmal so eine andere Funktion haben in diesem Netzwerk. Also das ist manchmal ebenso schwierig mit den Netzwerkpartnern und dann muss man sich ja auch noch viel um die kümmern. Ja, also dieses Care-for-Carer-Prinzip, dann muss ich natürlich da auch mal gut Wetter machen und mit denen telefonieren und Blumen schicken. Das kann gut funktionieren, aber da braucht man in der Tat eine gut gewachsene, vertrauensvolle Ebene untereinander, sich zu öffnen. Ich würde ganz gern auch kurz aus dem Chat auf das, was die Frau Pospischil geschrieben hat, eingehen. Und es ist in der Tat so, das ist eine Gruppe, die eigentlich kaum beleuchtet ist, ja, also auf die kaum eingegangen wird. Jetzt bin ich Gerontologin, also wir beschäftigen uns eher mit älteren Menschen, deswegen sind es bei uns pflegende Angehörige quasi von Personen, die mindestens 60 Jahre alt waren. Das war bei uns die Vorgabe. Aber das ist in der Tat etwas, was viel zu wenig beleuchtet ist und was beispielsweise unser Projektpartner aufgenommen hat, die Daimler AG, und jetzt explizit ein eigenes Projekt auch dazu initiieren möchte, um eben auch hier diese Tabuisierung aufzubrechen bei den Mitarbeitenden, um sich mal entsprechend dieser bisher auch unsichtbaren Gruppe zu widmen. Also das vielleicht auch nochmal zu dem Kommentar im Chat. Woran liegt denn diese Tabuisierung? Also wenn wir sagen, es betrifft eigentlich so viele von uns, was ist Ihr Eindruck, warum es schwierig ist, über das Thema zu sprechen? Oder warum findet es wenig Räume wie heute? Also aus meiner Sicht ist das Thema Pflege, obwohl es so allgegenwärtig ist und etwas, was immer noch, das ist in der, also ganz klassisch in der Kaffeepause ist, das löst Betroffenheit aus. Das ist nicht etwas, was
da erzähle ich eben anders als bei Kinderbetreuung, ne, wenn ich sage, naja, jetzt irgendwie die verschüttet immer noch die Flasche oder die Nächte sind irgendwie schlecht oder man findet sich, man weiß, das wächst sich an der Stelle raus, dann erzählen alle irgendwelche spannenden, lustigen Anekdoten. Das Thema Pflege ist einfach bei vielen sehr negativ besetzt. Es hat einfach so, es löst erstmal so eine Pause aus, wenn man davon erzählt. Und ich denke, dass gleichzeitig viele eben neben diesem etwas betroffenen Blick, der sich plötzlich senkt, vielleicht ist es für viele auch eine große Sorge, sich an der Stelle da auch zu öffnen und zu sagen, ja, ich bin pflegende Angehörige, weil sie auch negative Konsequenzen befürchten, weil sie Assoziationen befürchten, die gleich bei dem Gegenüber aufploppen. Jetzt gerade auch auf der betrieblichen Ebene, wie wir das erlebt haben, dass Leute sagen, ich halte das lieber zurück, ich habe dann Sorge, dass man mich nur so wahrnimmt, dass man mir die Projekte wegnimmt zum Beispiel, etc. Also das hat auch dann viel damit zu tun, dass man nicht in eine bestimmte Rolle fallen will oder auch Sorge hat dann, wenn ich den Arbeitsplatz wechsle beispielsweise, stellt man mich gar nicht ein. Also das, was wir bei jungen Frauen erlebt haben, quasi eine Form von Sorge, dass man wegen Kinderbetreuungsaufgaben quasi einen Karriereknick hat, dass sich das übertragen könnte dann quasi auf dieses Lebensalter auch nochmal. Das haben einige uns zumindest berichtet. Okay, nachvollziehbar. Die Frau Cornelia Schmidt hatte sich schon länger gemeldet. Danke für Ihre Geduld. Ich würde Sie an der Stelle auch gerne einladen, dazuzukommen und sich zu entmuten. Ich hoffe es. Ja. Genau. Ja. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Ja. Also mein Name ist Cornelia Schmidt. Ich bin selbst seit über 27 Jahren pflegende Angehörige meines MS-kranken Mannes. Jetzt pflege ich gerade 5. Und seit einigen Jahren von meiner Mutter, die eben gehbehindert und langsam dement wird, Pflegegrad 2. Meine Mutter wohnt ein Stück weiter weg. Das ist für mich auch immer nicht einfach, praktisch hin und her. Und ich möchte sagen, für meinen Mann bin ich pflegende Angehörige und für meinen Mann bin ich im Distance Carer. Für meine Mutter bin ich Distance Carer. Aber es ist wirklich alles, finde ich, ist alles Pflege. Es ist unglaublich viel Arbeit. Es ist unglaublich viel Netzwerkarbeit, die ich mache. Ich habe ja auch den Verein Pflegende Angehörige e.V. 2017 gegründet, bin schon immer sehr engagiert gewesen und das ist dann von dem Engagement für Kinder unwillkürlich in die Pflege hinübergegangen, nachdem meine Kinder praktisch groß wurden. Okay, also es ist so, ich habe die Facebook-Gruppe Pflegende Angehörige und mit über 13.000 Mitgliedern und jemand von euch, ich weiß nicht wer, hat praktisch das gepostet, dass das jetzt, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Vielen Dank dafür. Ich nehme hier wirklich sehr gerne teil, weil es einfach immer wichtig ist. Und was wir gemacht haben, das ist, wir haben einen Angehörigen-Dankespreis entwickelt, weil wir sagen, das trägt auch bei zu einem positiven Beziehungsaufbau mit den Menschen, die wir auch brauchen, ob es jetzt der Ergotherapeut, der Physiotherapeut ist, die Pflegekraft oder ein Nachbar oder ein Apotheker oder sonst was, weil alle zählen letztendlich dazu. Ich muss ja immer mit allen in Kontakt sein. Also wenn ich mit meiner Mutter wegen den Medikamenten ein Problem habe, brauche ich einen guten, vertrauensvollen Apotheker, mit dem ich in gewisser Weise auch diese gute Beziehungsarbeit mache, die gerade vorhin erwähnt wurde. Und ich habe momentan auch mit der Bank einen super guten Kontakt, die mit mir so gut zusammenarbeiten, weil meine Mutter das Konto leer räumt, also da, die hat kein Zahlenverhältnis mehr mittlerweile, aber sie ist ja nicht betreut, also sie ist ja noch so weit fit, dass ich sage, wenn ich diese gute Beziehungsarbeit mit all diesen Menschen, ob es die Sozialstation ist, wir haben sie jetzt umgezogen ins betreute Wohnen, da rufe ich dann bei der Sozialstation an, sie mögen mal hochschauen. Oder ob das eben der Mensch von der Bank ist, der dann sagt, okay, was können wir machen, damit ihre Mutter noch Menschenwürde empfindet, auf die Bank gehen kann, aber gleichzeitig das Konto nicht nach einer Woche schon leer ist. Also dann haben wir das irgendwie so gemacht, dass sie halt pro Woche 100 Euro und so Stück für Stück und ihr das erklärt. Also letztendlich ist es ganz, ganz viel Arbeit. Also erstens sage ich, da möchte man eben diesen die Angehörigen Dankespreis dann überreichen bei der Bank oder bei der Apotheke, dass wir dann diese Beziehung herstellen oder der Physiotherapeut, wenn jetzt zum Beispiel irgendetwas ist, dann kennt der wieder wen. Irgendwer kennt immer wen, wo ich dann sage, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme und eine gute Beziehungsarbeit aufgebaut habe durch die Pflege meines Mannes,
dann weiß ich auch genau, hier ist auch Hilfe für meine Mutter. Irgendwie kommt man immer ins Reden. Wichtig ist diese Offenheit. Und da haben Sie gerade vorhin eben gesagt, mit diesen Gefühlen, das sind einfach Scham und Stolz. Das spielt alles ganz stark mit. Es geht um Menschenwürde. Wenn man zugibt, ich kann nicht mehr, dann ist das einfach ein Verlust seiner eigenen Würde irgendwo. Aber da muss die Gesellschaft sich entwickeln in Richtung mehr hinhören, mehr aufmerksam sein, mehr offen sein. Da meine ich wirklich jeden, der uns begegnet. Was wir auch noch machen, ist der positive Thementag. Wir wollen, dass die pflegenden Angehörigen sich bewusst sind. Ich glaube, die pflegenden Angehörigen, das ist auch schon erwähnt worden, die sind sich einfach gar nicht bewusst, was sie leisten, was sie tun. Ich sage, ich pflege 27 Jahre und ich glaube, 2013 war bei mir so dieser, eigentlich muss ich auch mal was für mich tun. Mir war das überhaupt nicht klar. Also dieses Bewusstsein, diese Offenheit allen gegenüber, dieser Beziehungsaufbau in einem guten Miteinander, dieses Geben und Nehmen, da spielt auch Geld eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland diese Verhinderungspflege, bei euch ist das ein bisschen anders geregelt, dann ist das nicht nur Geld, das wir erhalten für irgendwas, sondern dann hat es mit Menschenwürde zu tun. Wenn ich praktisch immer nur nehmen muss, weil ich einfach nicht mehr kann, dann brauche ich die Nachbarin, die mir immer irgendwas tut und ich kann nichts geben, dann höre ich irgendwann auf, weil ich sage, ich merke ja, sie ist schon frustriert oder sie macht und irgendwie. Nein, dann möchte ich gerne ihr auch ein bisschen Geld zustecken. Das hat einfach auch mit Menschenwürde zu tun. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch ein Stück Geld haben, um letztendlich Menschen etwas zu geben, die helfen. Diese Hilfestruktur muss da einfach auch ein bisschen geschaffen werden. Für mich ist das Ganze einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ich könnte noch Stunden reden. Ich höre jetzt einfach auf. Sie merken mein Herzblut. Ich stecke einfach zu tief im Thema drin. Meine Tochter hat jetzt auch Multiple Sklerose bekommen. Die hat ein kleines Baby. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt die dritte Pflegebeziehung ist, die wir jetzt hier auch noch haben. Aber letztendlich sind wir Kämpfer und sie hat es gelernt. Wir müssen alle kämpfen und bei Kräften bleiben. Und ich wünsche mir nichts Sehnlicher als, dass von der Politik, von der Gesellschaft und von uns allen alles getan wird in der Richtung. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich einbringen und auch spürbar mit Ihrem Engagement und Ihrem langjährigen auch selber, was Sie da leisten auch. Dankeschön. Danke, gerne. Wir haben ja so ungefähr als Orientierung noch 10 Minuten, nicht mal eine Viertelstunde. Es waren jetzt noch 2 Meldungen, Frau Teufel, Herr Gressel, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, Sie hatten sich vorher schon gemeldet und ich möchte einen Aspekt aus dem Chat noch reinnehmen, der jetzt eher eine ganz andere Ebene betrifft, aber ich finde das völlig okay, wenn wir da springen, weil das Thema ist einfach vielschichtig, es gibt diese ganz direkte Betroffenheit, die persönliche, die Beziehungen, es gibt diese politische, abstrakte, die Rahmenbedingungen und alles spielt irgendwie ineinander. Hier hat jemand geschrieben zur Verkehrsplanung und was man aus der... ob das in der Studie berücksichtigt wurde und ob räumliche Aspekte als Einfluss auf Faktoren vielleicht, und das andere war ein Föderalismus im Pflegebereich mit diesen unterschiedlichen Pflegesystemen. Genau, aber ich weiß nicht, was für Ihnen, Frau Teufel und Herrn Gressel, ob das noch aktuell war, Sie hatten sich vorher gemeldet. Ja, also gut, ich wollte noch vorne sagen, zu meinem Dr. Bartl, zum Beispiel, was wir wirklich gar nicht mehr brauchen, ist einfach nur eine Kurzinformation, ja, wo man einfach sagt, da gibt es da und da und das. Man ist auch wichtig in dem Bereich, aber wichtig ist überhaupt einen Begleitprozess aufzubauen mit den Menschen, die professionell auch zu begleiten. Das auch quasi in der Projektierung der Pilotprojekte Community Nurse auch was Nachhaltiges entsteht und eigentlich auf Qualität gesetzt wird und nicht auf Quantität. Also nicht aber wie viele Fallzahlen habe ich, sondern wirklich wie qualitativ habe ich auch meine Ziele erreicht. Ja. Und zur anderen Thematik, auch im Bereich, warum eigentlich so in das, also das Pflegethema ist natürlich auch ein Gesellschaftsthema und wird natürlich auch immer negativ behaftet. Man denkt quasi alt, man denkt ans Sterben, man denkt einfach quasi an Abbau, aber im Grunde genommen ist Pflege so vielschichtig. Ja. Man denkt auch nicht an Gesundheitspflege, wie toll das eigentlich sein kann, quasi auch seine Gesundheit zu verbessern, zu fördern, ja, präventiv anzusetzen. Wenn man zum Beispiel an Kinder denkt, man pflegt auch seine Kinder im Grunde genommen, ja, und man pflegt sie so, dass sie eigentlich aufwachsen, sich entwickeln. Das ist was Positives, was Gutes, ja. Aber auch das denkt man
gerade in dem Setting auch von Pflege gar nicht. Ja. Und was auch ein Thema ist im Bereich der pflegenden Angehörigen, auch irgendwann mal zu sagen, was ist informelle Pflege und wann setzt professionelle Pflege ein und wann habe ich meine Grenze erreicht, auch einmal zu spüren und zu sehen, okay, ich bin da schon zu sehr drin, dass ich eigentlich professionelle Unterstützung benötige und dort auch die Grenze auch zu setzen. Und da ist auch ein Thema, wo ich natürlich sagen würde, wir müssen auch präventiv anfangen, um auch gut altern zu können und auch unsere gesunden Lebensjahre zu stärken. Und da müsste man auch früher ansetzen, aber das ist auch etwas Gesellschaftliches, dass wir Programme erstellen, wo man mit den Leuten aufsuchen und das auch, also dieses Mindsetting verändern, ja. Weil sonst wird man halt ständig immer nur im Bereich, wenn es zu spät ist, dann brauche ich Hilfe, wenn ich nicht mehr kann. Also wir müssen aus diesem Regelkreis raus und müssen schon viel früher beginnen. Kurze Rückfrage, braucht es dazu Dokumentations- und Evaluierungsinstrumente, die sich auch unterscheiden von den heutigen? Das war aus dem Chat an Sie, Herr Kressel, gerichtet. Also Stichwort war sozusagen Qualität sozusagen statt reine Zahlen. Muss sich auch da was ändern aus Ihrer Sicht? Naja, man braucht natürlich verschiedene Ebenen. Man kann es nur dazu sagen, es ist schwierig. Also ich bin zum Beispiel schon ein Statistiker. Also ich versuche schon mit Zahlen zu arbeiten, aber auch grundsätzlich auch die Qualität mit zu berücksichtigen. Und die, also ich kann es jetzt nur sagen, auch für die Pilotprojekte. Also wir haben viele Instrumente, aber auch viele Instrumente, sind so, wie sie sind, auch nicht passend. Das heißt, die müssen auch wiederum entwickelt werden für verschiedenste Interventionen. Ja. Man kann sich schon, es ist auch ein Entwicklungsthema, man kann sich von verschiedenen Instrumenten das Beste herausholen, sage ich dann immer, aber es braucht auch Zeit, das auch wieder zu entwickeln. Und ich glaube, so wie die Wissenschaft sich entwickelt, entwickelt sich diese Thema auch immer weiter. Ja. Okay. Wir sind schon, die Zeit, wie vermutet, schreitet sehr schnell voran. Wir sind schon 7:07 und ich würde gerne diese letzte Runde als Abschlussrunde gleich verbinden, sodass Sie alle nochmal kurz die Möglichkeit haben, zu einem Schlussstatement, vielleicht auch verbunden mit der Frage, was ist, wenn Sie so insgesamt drauf schauen, mit all dieser Komplexität und an die Zukunft denken, was ist das, was Ihnen am meisten da Hoffnung macht? Also wo Sie sagen, da sehen Sie einen Lichtschimmer oder da sehen Sie etwas, wo Sie sagen, eine gute Entwicklung, die Sie verstärken wollen, woran denken Sie gerne bei dem Thema, weil Sie denken, das bringt uns wirklich weiter. Also vieles wurde schon genannt, manches sehr detailliert, manches groß. Was ist für Sie persönlich das, wo Sie denken, das wird uns wirklich weiterbringen in der Zukunft? Wer immer anfangen möchte, gerne. Und genau. Also ich fange an. Wenn ich eben an diese Kurse denke mit den Angehörigen, da ist dann immer ganz viel auch, oder sagen, neuer Mut dabei. Ja? Also wenn sich die einmal eingelassen haben, dann ist viel neuer Mut, sagen, und auch, also die letzten zwei Kursgruppen sind beide in Kontakt geblieben, ja, als Selbsthilfegruppe, als WhatsApp-Gruppe, und die bestärken einander dann wieder doppelt, nämlich psychisch, und indem sie einander dann wieder Tipps weitergeben. Und da... Okay. Ich glaube, so gibt es viele Beispiele, ja, von gelungenen Ansätzen und Problemen, also Problemlösungen. Was ich sehr vermisse, ist sozusagen, dass die Politik das systematisch aufgreift. Ja? Also alles, was wir gemeinsam auch mit der Wissenschaft, wir haben selber auch viel Evaluierung mit der Universität Wien, wo sich die das anschauen. Und ich denke, wir haben wahnsinnig viele gute Ergebnisse. Aber fast hätte ich auch gesagt, es hat fast niemand Zeit, also das höre ich jetzt gerade oft bei Corona, oder sagen, wir müssen uns jetzt anderen Dingen widmen, als zu sagen, na gut, dann machen wir ein System draus, ja, aus dem positiven oder sagen Ansätzen, die ihr alle schon gefunden habt. Und das ist halt meine große Hoffnung, dass das doch einmal, also in Österreich gibt es ein Stichwort Pflegereform, und dass die kommt, oder sagen, und die positiven Ansätze, die wir haben, auch wirklich umgesetzt werden. Ein kleines Stück, glaube ich, haben alle, die sich heute eingewählt haben, dazu beigetragen, zu sagen, dem Thema auch eine gewisse Sichtbarkeit zu geben und das zu verbreiten. Gerne die Einladung an die anderen noch, auch sozusagen in den verbleibenden 3-4 Minuten zu ihrer Schlussbetrachtung. Ich wollte gerne an der Begleitung anschließen, einerseits nämlich auch die Relevanz davon zu sagen, die Pflegesituation verändert sich ja auch und damit braucht es auch eine kontinuierliche Begleitung, die möglicherweise am Anfang eine andere sein muss, jetzt in der Mitte und am Ende.
Und mein Hoffnungsschimmer, um das ganz kurz zu halten, ist einfach, sind die digitalen Möglichkeiten. Ich glaube, Corona können wir alle schon nicht mehr hören, aber wirklich gut daran war, dass wir jetzt erkennen, es gehen gewisse Dinge auch digital. Man muss nicht überall vor Ort sein. Es steigert einfach die Akzeptanz davon, dass digitale Möglichkeiten genutzt werden. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Potenziale, die jetzt gehoben werden können. Mhm. Es gibt ja dazu dann noch einen eigenen Tag. Schön, dass Sie es schon ansprechen. Und ich darf die anderen Gäste noch bitten. Jetzt also, waren eigentlich... Ach, der, alles klar. Nee. Sagen Sie ruhig. Frau Franke, wir sind fast schon am Ende. Wie ist denn Ihr Resümee? Ja, ich denke, also Stichwort Corona, dass uns vielleicht doch so schwierig die Situation ist, ohne Zweifel, es vielleicht aber auch einige Impulse eben gibt. Und dass man sieht, dass eben der Digitalisierungsschub, den Sie angesprochen haben, dass es viele neue auch Wege gibt, beispielsweise im Homeoffice. Das hat sich jetzt schon bei den Distance Caregivern gezeigt, die ich jetzt letztes Jahr im Sommer interviewt habe. Das heißt jetzt nicht, dass das immer auch für alle die goldene Regel ist. Und es gibt auch einfach Berufe, wo das auch nicht möglich ist. Das muss man ja auch sehen. Homeoffice ist ja schon in gewisser Weise eine Privilegierung. Das ist nicht allen Menschen möglich. Aber dass man sieht, da passiert irgendwie was. Es wird auch eine andere Normalität in den Betrieben sein, dass die Betriebe sich da auch öffnen werden in diesem Wandel. Und gleichzeitig eben man auch durch die Diskussion darüber eben diese Seiten von, wie kriegen wir es zusammen? Also nicht nur ein pur mehr Technik bringen, sondern auch adäquate Technik, die Menschen annehmen, die ihnen auch gut tut, ohne aber, dass man aus der Hand oder aus den Augen verliert, dass das nicht das Streicheln einer Hand ersetzt, auch wenn man sich jetzt beispielsweise über andere Kommunikationswege trifft. Und ich glaube, diese neue Diskussion wird uns schon begleiten. Meine Hoffnung ist auch, dass das Ganze eben war ja auch die Frage des früher Beginnens. Also es gibt spannende Projekte, zum Beispiel in Japan, das Caravan Made Projekt, da kriegen Kinder, Schulkinder, die werden mit dem Thema Demenz schon viel früher in Verbindung gebracht. Die bekommen wie so eine Art ehrenamtliches Engagement einen Button, die haben so eine Art Patenprojekt, dass wir es doch vielleicht auch schaffen könnten, dahin zu kommen, das ein bisschen breiter in die Gesellschaft zu streuen und dadurch alltäglicher zu machen. Und was mir auch Hoffnung macht, und es wird sich zeigen, ob das was wird, ist, dass jetzt bei uns der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sich auch sehr stark nochmal gemacht hat für das Thema und auch so etwas wie eine steuerfinanzierte Entgeltersatzleistung orientiert am Elterngeld einführen will. Wie sich das jetzt gestaltet auch, das bleibt sicherlich abzuwarten, aber meine Hoffnung ist, dass wir hier quasi nochmal einen Aufwind in gewisser Weise verspüren. Aber ich denke, ein langer Atem wird dennoch nötig sein, das Thema weiter in die Breite zu bringen und den Personen auch eben die Unterstützung zu geben, die sie auch wirklich benötigen, sowohl den pflegenden Angehörigen als auch eben den Pflegebedürftigen. Okay, vielen Dank. Herr Gressel, in aller Kürze, wir sind nämlich schon fast am Ende der Zeit, bitte. Also ich bin positiv eingestimmt, grundsätzlich, weil es zum Ersten überhaupt einmal ein Thema geworden ist in den letzten Jahren, muss man auch sagen, war ja vorher eigentlich gar nicht das Thema. Und ich denke, wir müssen einen Wandel, wir müssen einen Umbruch. Wandel und Umbruch bringt Positives, kann auch Negatives bringen, aber es ist einmal was in Bewegung. Und deswegen denke ich mir, ist es einmal was vorausschauend und wo ich dann wirklich mit guter Hoffnung sagen kann, es wird was. Schön. Danke für diese Worte noch. Entschuldigung, Frau Schmidt, dass wir jetzt keine Zeit haben, Sie nochmal reinzunehmen. Wir hoffen darauf, dass viele von Ihnen sich wieder einwählen in den nächsten Tagen, die wir noch anbieten mit verschiedenen Themen. Danke zunächst einmal heute an die Gäste, die hier sich Zeit genommen haben. Ich fand es super spannend, von Ihnen zu hören. Und ich fand es auch schön, dass diese ganz unterschiedlichen Ebenen Platz hatten, von der großen persönlichen Betroffenheit zu diesen ganz großen Themen der Politik und den Strukturen. Ich hoffe, viele wiederzusehen. Und ich würde aber, bevor wir auseinandergehen, ganz nochmal den Nicke Draxler noch mal ganz kurz bitten, einen Ausblick zu geben. Wie geht es denn weiter in den nächsten Tagen? Vielen Dank von meiner Seite schon mal. Ja, auch danke meinerseits. Ich glaube, Daniel Gressler hat gemeint, hat das Wort Bewegung reingebracht. Ich glaube, wir haben gemerkt, das Thema bewegt uns alle.
Und in diesem Sinne danke an die Diskutanten und danke auch dir, Nono, dass du uns durchgeführt hast. Hier noch der Hinweis auf die nächsten Tage und die Einladung an Sie alle, weiter dabei zu sein. Wir werden uns morgen dem heute auch schon öfters angesprochenen Thema der Vereinbarkeit der Erwerbstätigkeit mit der Pflege widmen und starten dann nächste Woche mit einem Fokus auf Covid-19, also auf die Pandemie nochmal und da die Auswirkungen. Am Dienstag geht es weiter mit den Entlastungsangeboten. Wie entstehen Entlastungsangebote und wie wirken sie? Und wir schließen dann am Mittwoch die Konferenz mit dem Potenzial der Digitalisierung, das die Anna Teufel auch schon reingebracht hat. Und dazwischen haben Sie nächste Woche auch Zeit, sich in der Mittagspause durch drei spannende Projekte an der Schnittstelle Angehörigenpflege und Digitalisierung inspirieren zu lassen. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn wir Sie nächste Woche wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die sich eingebracht haben und schönen Abend noch. Ich hoffe, wir sehen uns schon morgen wieder. Ja, herzlichen Dank auch für die tolle Diskussion, die Einladung und die Moderation. Wir danken.